haben da mal was zusammen gekocht, so mehr oder weniger. Und wir haben eine Low-Carb-Pizza gemacht mit einem Thunfischboden. Ja. Ja. Wie genau wir das gemacht haben, seht ihr jetzt. Viel Spaß. So, wir brauchen dafür 1,5 Dosen Thunfisch. Wir haben den jetzt im eigenen Saft. Dann 3 Eier. Dort. Und den Kater. Den Kater? Den brauchen wir natürlich nicht. Balu, den schmeißen wir da hier runter. 80 Gramm Käse gerieben. Ah, hier. Der. Den kann man oben drauf packen. Dann, ja, Mozzarella haben wir jetzt für den Belag, ja doch, Belag halt nach oben gemacht. Der Kater. Der ist einfach nur so durch. Ja. Ja, und noch die passierten Tomaten haben wir. Packen wir dann gleich auf die Pizza drauf. Hier steht noch im, der Kater. Im Rezept stehen noch Kochschinken. Ich denke mal, das ist nachher für den Belag auch, aber haben wir jetzt nicht. Champignons haben wir gleich noch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ja. Aber Lisa sagt, das schmeckt gut. Ja. Wir gucken wir mal. Ja. We are on air. Okay. Dann schlage ich jetzt mal 2 Eier in eine Schüssel auf und verrühre das alles. Verquirle das. Und jetzt verkneten, heißt mit den Händen. Ja. Okay, dann lass mich mal kurz die Hände waschen. Kleine Handmaske. Verknete das. Das fühlt sich traumhaft an. Was? Grausam? Traumhaft. Traumhaft. Ja. Jetzt haben wir ein Backblech und da packen wir jetzt den Teig drauf in einer runden Form, damit es auch aussieht wie eine Pizza. Der Boden sollte 0,4 bis 0,6 cm dick sein. Okay. Scherz. Wie geil bist du denn? Aber ich habe hier alles in meiner Lade drin. Schere, Backpapier. Ja. Ist das so? Was? Von der Dicke her? Wie es quietscht? Ja. Das hört sich gut an, oder? Vorbeheizter Backofen, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Also der Boden sollte jetzt 0,4 bis 0,6 cm dick sein. Den packt man in den vorgeheizten Backofen für 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad. Und dann holen wir den gleich nach 10 bis 15 Minuten raus. Dann können wir schon mit der Tomatensauce und sowas. Wir werden jetzt noch eine Soße oder ein Öl machen darüber. Und zwar nehme ich hier Olivenöl und dann habe ich noch Knoblauch und eine Knoblauchpresse. Und das können wir nachher drauf tun, damit das auch ein bisschen saftiger so ist. Und das bereite ich jetzt vor. Wir machen jetzt schon mal die Soße für die Pizza. Mit passierten Tomaten und Oregano. Ja. Ich nehme mal die andere Öffnung. Ich glaube, es vorbereitet so ganz dezent. Ja. Die kleine Salzmühle. Die kleine und kleine Pfeffermühle. Muss ich oben oder unten drehen? Krass. Aber es ist sehr relativ grob, muss man vorsichtig sein. Okay, so dunkel sieht die gar nicht aus. Nee, krass, das ist ja viel dunkler. Das ist das Licht. Genau wie beim Schminken, es ist das Licht. Ja.
Nudeln. Nein, ich meine Pizza. Ach so! Wir haben von allem so viel über. Oder? Ich hab gedacht, du willst nur eine zweite Zwiebel draufhauen. Wir haben nochmal was vorbereitet. Oh Gott! Es schwimmt auf jeden Fall. Du schiebst jetzt noch ein bisschen mega fail. Ja, es kommt ja drauf an, ob es schmeckt im Endeffekt, ne? Also ich habe die jetzt selber auch das erste Mal gemacht. Bei der Freundin hatte ich die schon mal gemacht. Ja, gucken wir jetzt mal. Läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also Pizza kann man das jetzt nicht mehr nennen. Scheiße. Was hast du die Folie jetzt hier mitgenommen? Oha. Sie ist auch eingeschlossen. Lisa! Das funktioniert so nicht. Nochmal. Wir müssen dann. Ist die Folie jetzt da? Ja. Oh Gott. Genau, nochmal andersrum an. Vielleicht sonst. Das ist natürlich jetzt widerlich. Okay, Teller Nummer 1. Ich darf mir eine Hälfte dafür. Oh, ich hab gerade Ron. So sieht die aus. Ja. Gut gemacht, Lisa. Ganz toll. Und das ist die Realität. Ja, also irgendwie haben wir uns das jetzt auch hübscher vorgestellt. Ja, wie gesagt, wir probieren das jetzt gleich noch und vielleicht haut uns das ja dann von den Socken. So, dann Messer brauchen wir nicht. Glaube ich jetzt auch so nicht. Oder? Brauchst du ein Messer einzeln? Jetzt haben sie gegessen. Das Schwimmende etwas. Also es war eigentlich ganz lecker. Der Boden hätte ein bisschen mehr durch sein müssen. Ich habe das mal meiner Freundin ja schon gemacht. Und da haben wir Thunfisch mit Ei in der Pfanne erstmal angebraten. Also, dass es halt fester wurde und dann nochmal umgedreht, also gewendet einmal. Und das war dann nicht so schwimmend, wie wir das halt jetzt haben. Das war echt keine Pizza. Ja, jetzt, es war schwierig. Ja. Und dann hat eben auch das Backpapier blöderweise da noch mit angebracht. Fand ich so geil. Nee, also an sich war es wirklich lecker. Ich bin jetzt nicht so der Riesen-Thunfisch-Fan und ich fand es trotzdem nicht schlecht. Aber es war einfach ein bisschen viel auch. Ja. Oder von Nein, also es gab die hat Sack gemacht, ne? Ja, und hat Sack gemacht. Hat Sack gemacht, genau. Und wie gesagt, es war keine Pizza. Halt Low Carb was anderes. Ja. Aber wir sind satt geworden. Genau. Und es geht jetzt zur Action. Und zu der? Genau. Ja, das auch noch. Ja, wenn ihr die Pizza nachmacht, dann sagt man bitte Bescheid, ob es lecker war. Ihr könnt auch gerne noch Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Genau. Ja. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.